Mary Sue Tour. Ja, hier oben. Ah, was? Ja? Oh, wow. 4 Jahre Bauzeit, Eröffnung am 3. Oktober 1969. Oh, wow. Jetzt kommt, oh, jetzt kommt schon der Druck aus gleich, ne? Ja, ja. Ist schon hier. So, wir sind da. Bitte sehr. Dankeschön. Und dann gibt es zum Wohlkeindienst, wenn er weiter angelaufen hat. Unsere Bar ist noch geöffnet. Hier gießen wir euch ab 10 Uhr. Grundsätzlich so, soll ich dich mal fotografieren hier in der Rikscha oder? Nee, ich filme mal die Fahrt und ja, fotografieren kannst du mich auch nachher. Du meinst das Motel von hier vorne oder wo? Ja, ich meine, das ist ja das Einzige. Nee, es gibt noch andere, die vorne auf der Ecke. Gibt's noch mal ja, wir werden das Richtige finden. Ja, ja, wir brauchen es. Du bist am Alex im Motel, Mann. Da muss eins am Alex. Genau. Hoffen wir mal, das muss eins. Das kommt jetzt immer so, als wenn die Straßen wartet. Ich habe auch Musik bei, kann ich mir anmachen. Okay, cool. Ja, ja, natürlich. Aber ich höre Techno, Elektro. Techno ist auch gut. Hörst du sowas? Oh, das war ja richtig knapp, Alter. Richtig knapp. Okay. Aber jetzt kann sie nicht mehr, weil die ist Hebamme, Familienhebamme, die ist und die haben eine Tochter. Das ist ein bisschen scheiße, das ist. Ja, klar. Und also ich war mal mit ihr in Amsterdam gewesen, ne? Also nicht nur wegen Kiffer, sondern haben wir Lastenbike abgeholt. Mhm. Und da habe ich das erste Mal in meinem Leben gekifft, ja? Mhm. Weil sie mich überredet hat, weil es eben Düte Zeug da oben macht. Und jemand manipuliert und hast du ihn gesehen. Und da saß ich in der Ecke und da habe ich gesehen, wie von Weitem mir die Blödheit zugewinkt hat. Ich bin verblödet. Okay. Ich konnte mich also nicht mehr, ich konnte mich zwar noch artikulieren, aber kam bloß am Müll raus. Ich habe auch wirklich ganz üble Fragen meiner Freundin gestellt. Also wie behindert das Kind, weißt du? Wenn du 30% hier in Sicherheit bist, ist das kein Wunder. Ich habe nur 9,7. Ja, ist das mit den chemischen Namen von der Nips? Irgendwie die Zähne schon. Und wo knallst du denn richtig drin? Nö, gar nicht. Also ich bin ja froh, dass ich schmerzfrei bin. Okay, aber hast du vorher gekippt doch bestimmt auch, oder? 1,5 Jahre aus Verzweiflung, aber das Zeug war nicht gut auf jeden Fall. Genauso ist es. Ich hab's meiner Freundin, sagen wir in Anführungsstrichen, verboten. Bloß hier ist dein Hotel, was? So, hier. Genau. Na klar. Ich geh mal kurz hoch und dann. Geh mal hoch und hol mal deinen Defibrillator, was wir sie können. Defibrillator, genau. Ach nein, ich weiß, was das ist. Alter, du brauchst Sauerstoff, ne? Nee. Kannst du wirklich. Also, du musst dich nachts bloß umtreiben, weißt du? Ja. Durch elastisch. Toll, fahren wir hier lang. Alles gut, alles gut. Ich hab ja einen Lenker, Alter. Ich kann ja woanders hinfahren. Alles kein Problem. Kennst du hier Rote Rathaus? Kennst du ja, was? Ja. Das bin ich ganz glücklich und zufrieden. So. Und wie gesagt, das ist der Bezirk Mitte, ist der ehemalige Osten, Mann. Das ist der flächenmäßig größte Bezirk. Mhm. Aber hier wohnen die meisten Leute. Hier wohnen 480.000 Leute. Mhm. Alles klar? Gut. Kann man sich vielleicht gar nicht vorstellen, ne? Kann man Freifläche und so auch, ne? Ja, aber du wirst sehen, hier sind ganz viele Plattenbauten, weißt du? Mhm. Da kriegst du einen Haufen Leute drin, weißt du? Ja, stimmt. Weißt du eigentlich, wo Berlin gegründet wurde? Wo Berlin gegründet wurde? Ja. Nö. Weißt du nicht, oder? Da fahren wir jetzt dran vorbei. Ich zeig's. Ach du Scheiße, das ist mein Schalz auch wieder. Egal, was Glück. Ja, ist egal. Mach ich morgen. Ich bin ja auch Fahrradmechaniker. Bist du, ja? Ja, ich habe im Fahrradladen gearbeitet. Ich habe im Flüchtlingsheim hab ich die Fahrradwerkstatt geleitet, ein Jahr lang. Echt, ja? Ja. Siehst du, und ich fahre Flüchtlinge, fahr Kinder für umsonst. Okay. In Flüchtlingsheim. Weißt du, ich kann reinspringen. Bei meiner Freundin ist Familienhebamme. Aha. Und die betreut eben auch Frauen, die aus Syrien kommen oder so. Cool, okay. Ja, finde ich auch. Und ich bin mit 14 Jahren schon mit dem Fahrrad nach Paris gefahren. Ach echt, ja? Ja. Was, bist du Rennrad oder was? Nö, man fährt ganz normales Mountainbike mit 33 Leuten. Ich bin aber der Einzige, der nachts verloren gegangen ist. Nein! Doch, in der Szene oder so, bis die landet oder was? Ich habe mein Zelt am Waldesrand aufgeschlagen und also ist eine längere Geschichte sozusagen. Okay. Ich mache es aber kurz. Ich bin dann mit 19 Jahren mit dem Motorrad nach Libyen gefahren, als es Gaddafi noch gab. Nein, come on! Doch. Echt? 2005 war ich in der Waldbrandbekämpfung in Griechenland und bin mit der griechischen Luftwaffe mit einer Herkules C-130 geflogen. Nein! Also ich habe schon allen Scheiß gemacht. Und wenn ich sage, ich werde die Legalisierung in Europa vorantreiben für Cannabis, dann meine ich das genauso ernst.
Weil, sag mal auf, diese Legalisierung, die Legalisierung, was ist denn dein Hintergrund? Aus medizinischer Sicht oder generell? Weil generell mittlerweile. Am Anfang war ich noch eingeschränkt, habe gesagt, nur medizinisch, aber ja. das betrifft mich ja auch, diese Stigmatisierung, dass ich alles selber zahlen muss, dass die Krankenkassen genau. Und so weiter. Wenn das komplett legalisiert wäre, ja, dann hättest du aber das Problem, dass die Pharmafirmen zukünftig nicht mehr so viel Geld verdienen können mit dem Scheiß. Siehst du, deswegen machen sie es. Genau. Was weg kann? Das ist einfach eine politische Entscheidung, weißt du, Mann? Genau. Die wollen es nicht, die wollen es einfach nicht. Genau. Weil es ist ja eine Klüngel, weißt du? Ja. Wer bestimmt die Politik, nicht die Politiker, sind ein Kasper, macht die Industrie, weißt du? Und deswegen werde ich auch einige Politiker noch kontaktieren dazu. Und ich werde mit dem Fahrrad von Bühl, da wo ich herkomme, nach Berlin fahren nächstes Jahr für das Thema. Okay. Und politisch mich dafür zu engagieren und ja, auch natürlich menschlich. Ja, na guck mal, ja, selbst in den Brüden Amerika haben sie dir auch legalized, weißt du? Ja. Ja? Und ich meine, die haben es ja schon ein bisschen gelockert, weißt du? Mhm. Aber dann reicht eben nicht, weißt du? Mhm. Weil, wie gesagt, was du gesagt hast, dass die Krankenkasse nicht bezahlt, ich habe, wie gesagt, vor zwei Tagen habe ich einen Bericht gesehen. Ja. Und die Schmerztherapie ist einfach so, ne? Ja, geht ganz vielen so. Ja, ja. Und wenn es nicht bezahlt wird von der Krankenkasse, dann müssen die eben illegal auf das Zeug besorgen, weißt du? Mhm. Also unkontrolliert, weißt du? Mhm. Und der Chepard, der dann richtig, weißt du, ist ja meistens so eine genmanipulierte Scheiße, weißt du? Mhm. Ja, und dann ist es ja halt nicht mehr medizinisch, sondern dann ballert sich richtig auf den Kopf weg, weißt du? Ja, ist ja nicht Asphalt. Aber hier bitte ist mega safe, weil hier auch die meisten Clubs sind, die ganzen verklingelten Rennen und so, weißt du? Maikäfer, weil ich den Gang gehört habe. Alles gut, alles gut. Ich bin ja mit Motor unterschiedlich. Deswegen ist das alles noch nicht zu machen. Ja, können wir noch zwei Mädels einladen hier. Ja, die musst du nachher noch sehen. Gerns, wollt ihr mitkommen? Nein. Gut. Du musst hübsche Frauen sehen, Alter. Hübsche Frauen. Okay. Ja? Weil Berlin ist ja irgendwie so eine extrem technolastige Stadt, weißt du? Ja. Bei Hörtechno, junge Mädels, weißt du? Also ich bin ein alter Sack. Ich war jetzt die letzten Monate hin und wieder mal in Frankfurt im MTB-Club. Ich hole jetzt einiges nach. Ja, ich habe in den neuen Jahren ja nicht viel machen können. Oder jetzt vor allem am Schluss. Ich konnte noch nicht mehr richtig Brot schneiden. Ach, ja, ich konnte noch nicht mein Gurkenglas mehr aufmachen, richtig ohne Schmerzen. Du hast ja richtig Handicap, ne? Ja, aber es glaubt mir ja keiner, weil du sitzt ja nicht im Rollstuhl. Ja, das ist ja, du musst einen Arm fehlen und sagen, ja, dir fehlt ein Arm, weißt du? Ja, genau. Die Straße heißt die Holzmarktstraße, weißt du? Deswegen heißt der und der. Krasse Scheiße, was ist das? Was? Und der Alte, der verklingelte Alte, der kommt gerade aus dem Club. Freaky! Ja, höchstwahrscheinlich. Krass, oder? Wie die aussah mit dem Netz über dem Gesicht. Geil, oder? Komplett dark. Alter. Lack und Leder. Oder? Ja, Hammer. Genau. Also in so einen Club muss ich jetzt nicht. Nein, es gibt einen Club, der heißt Kit Kat Club. Okay. Da fällt ihr bestimmt hin. Okay. Das ist so, der Andi sagt, das ist Fingerclub hier in Berlin, weißt du? Ah, okay. Da spielen sie auch viel Elektro-Techno, weißt du? Die haben geile DJs und so, geile Kleider. Ja? Und das ist eben so ein bisschen bizarr, okay? Okay. Und da solltest du nicht rein, gerade heute nicht. Heute ist jeden Tag, alle klar? Okay. Wo ist es? Alle klar? Ist nichts für dich. Nee. Also ich mache schon viel mit Cannabis, aber das lieber nicht. Ja, du, die tappen alle und so, weißt du? Ja. Guck mal, hier ist der Club. Kannst du da reingehen? Nein. Okay. Aber ich bin nicht jetzt im Holzmarkt. Das ist wirklich ein geiler Club. Der heißt der Kater Blau, okay? Okay. So, guck mal, und hier fahren wir jetzt hin. Und hier gehst du jetzt wieder rein und chillst ein bisschen, okay? Ja. Mega, mega cool. Ich gehe hier selbst als Berliner, geht hier manchmal jetzt gechillt, weißt du? Cool. Du stehst auch geil auf dem. Wie gesagt, das ist so ein bisschen kreativ. Das existiert, glaube ich, seit 4 Jahren oder so. Okay. Und hier sind auch Leute, die eben temporär hier wohnen. Ja. Und die müssen aber den Gebiet mitgestalten, weißt du? Okay. Kann ich dir wirklich nur empfehlen. Kannst schön saufen, kannst unten an der Spree, weil die Spree ist hier hinter, weißt du? Okay. Und wenn du wirklich mal
auch Reggae mal einfach mal hören willst, die nächste Ampelkreuzung, ja, auf der, hier ein bisschen rechts rum auf der linken Seite, da ist der größte Reggae-Club in Town. Der heißt Jam. Jam. Ja. Und wenn du da, die kiffen alle, Alter. Also da hast du auch Publikum. Super. Weißt du? Da kannst du auch hingehen und kannst sie zutexten. Alles klar? Okay. Das ist wirklich mega chillt. Also du musst dir auch keine Gedanken machen, dass die auch mal... Ja, nur einiges an Arbeit. Und halt diesen Wagen mit den Zäunen, das rollt alles sehr gut. Wir müssen uns das nicht kompliziert machen. Hier sind Handschuhe in Größe 7. Und hier sind noch ein paar Handschuhe in einer Größe größer. Also 2 oder 3. Leicht aus. Rechts, links, ein oder zylindrisch. Genau, genau. Ja. Nee, aber zum Schieben. So, ein 2x2 Felder Quadrat. Also zwei Felder so, zwei Felder so und dann halt zu. Und auf einer Seite so ein bisschen eben mal verschlacht, damit man so eine Art Tür hat. So, also das ist jetzt so ein bisschen Dreieck. Das ist ein Patientenareal, da können die Leute drinnen tauchen, ohne geguckt zu werden. Das war bei mir auch aus. Und da haben die halt alles durchgesetzt. Und jetzt kam, ich durfte anbauen, ganz offiziell. 2 Monate, bevor sie das Gesetz geändert haben, läuft meine Lizenz. Die Polizei rückt da ein. Anbau nach § 29, schwer organisierte Kriminalität im großen gewerblichen Stil. Ab in die Klinik, genau, ab in die Klinik, hab halt, weil die meine Ausnahme gibt. Ich brauche wieder den ganzen Werdegang. Haben sie auch bestätigt. Aber diesmal ohne artige AS-Diagnostik direkt Sucht. F12.6. Genau, ja, ja. Aber ich war keine artige AS mehr. Ich war bloß noch süchtig. Mit was für einem Hintergrund? Und jetzt kämpfe ich seit 2 Jahren, dass die scheiß Sucht oder so rausgenommen wird. Keine Ahnung haben. Genau. Das sind für mich die Ärzte. Ich habe in Dresden einen Arzt gehabt, der war felsenfester Meinung, ein Wachkoma-Patient, der spastig im Bett liegt, dass er ihm CBD verordnet als Betäubungsmittelrezept über die Apotheke. A.K.A. Dronabinol. CBD. Ärztliches Wissen. Prost Mahlzeit. Vielen Dank. Brauchen wir nicht weiterreden. Die haben keine Pflichtweiterbildung. Sie müssen Weiterbildung machen. Pro Jahr müssen sie 12 Punkte oder 14 Punkte. 50. Auf 50 Punkte müssen sie nachweisen. Pro, manchmal gibt es 3 Punkte, manchmal gibt es 6 Punkte. Sie müssen ein bisschen nachweisen. In Dresden hat mir eine Fortbildung von der Ärztekammer abgesegnet mit einem Schwerpunkt in 40 Punkte. Wir haben 290 Ärzte angeschrieben, niedergelassene und 13 Heilpraktiker. Gekommen sind 17 Heilpraktiker. 2 Krankenpfleger, kein Arzt. Meine Arzthemung klar zu mir nach, wollen wir da hin? Verschwendende Zeit. Ich will nicht auf Sache. Ich bin Rettungsassistent, habe alle Ausbildungen gemacht in Sachsen, die es gibt. Und hatte eine Serie von Einsätzen gehabt, die verachte kein Mensch. Ging los mit Säuglingsreanimation. Das war der erste Einsatz am Tag. Letal, also tödlich. Der noch schwache Verkehrsunfall mit 6 Verletzten, 5 haben wir verloren. Das wird gleich der nächste Einsatz. Tag drauf ging es aus, Gebäudebrand, 4 Tote. Das ist aus. Ich
Stunden mehr. Nö, der Job ist, da muss ein Arschloch sein. In dem Job muss ein Arschloch sein, und dann, um durch die Gegend zu kommen. Und dann halt noch klassisch mein, sagen viele ADHSler, autistische Störung. Ja. Also der Asperger-Typ. Bist du mit drinnen? Ist immer drin. Ist ganz normal. Ich habe zu Max Plenert gesagt, zu Max, ich habe mit Max damals ein Jahr bei Sens Media gearbeitet, im Büro mit Max. Nach einem halben Jahr zu Max gesagt, ey Maxi, das Thema, geh mal zu Eva, zu Nils und guck mal nach deinem Autist. Du hast einen Autist mit drin. Aber ich weiß niemals. Weil du bist in deiner Welt da oben, sag ich. Das machen nur Autisten. Weil nur Autisten in so einer Welt wie du. Weil du bist hier nicht, du bist da oben, sag ich. Und gehst voll ab. Ja, das Schlimme ist, als ADHSler erkennt man andere. Du erkennst, du guckst die Spiegel. Ja. Das sind alle Spiegelbilder. Genau. Komm, uns nicht schwamm machen. Wenn man ehrlich, ich guck meine Tochter an. Meine Tochter ist 3 Jahre alt. Also meine Tochter ist, geht nur bis hierher. 3. Ich krieg die nicht tot. Also, ausgepowert. Ich als schwerer ADHSler hänge mir noch um 12 schon da. Ich muss. CBD? Gib mir CBD. 3 Jahre alt. CBD? Wir sind Ärzte, die machen bei ihr Screening und Neurofeedback und allem. Also erstmal alles ohne Medikamente, ohne weitere Arzneimittel. Und das schlägt erstmal an. Also mit 6 Jahren? Ich bin geschädigt. Ja. Ritalin. Fertig, weil wir sind alles draußen. Ich habe komplette. Ich habe die Einnahmen rum und unten, was ist los? Völlig kaputt. Ritalin, Seroquel, Medikinet, Venlafaxin, Strattera. Auch. Atomoxetin. Und das allerbeste war gewesen: Seroquel, 600 Milligramm zum Frühstück. Rums, Junge, ich bin da. Risperidon. Wie ist der Sapper runtergelaufen? Der Sapper ist mir runtergelaufen. Risperidon ist das da wie ein Schlaganfall. Auf Therapie, neben mir lauter Junkies gesessen, war auf der Therapie. Lauter Junkies, ich war der einzige Kiffer. Mit meinem ADHS haben die mir sehr viel gegeben, 600 Milligramm. Ich bin da, auf der Couch, eingeschlafen, so, und dann hat man es runtergelaufen. Bis die ganzen Junkies beschwert haben bei der Ärztin und haben gesagt, ey, wir kriegen einen Suchtdruck in den Zorn. Wir haben einen kompletten Suchtdruck. Der hängt da wie so ein Junkie voll drauf, obwohl er nur Medikamente kriegt, das wissen wir ja. Aber ihr schießt ihn so ab. Leute, das ist nicht in Ordnung. Und dann haben sie gesagt, okay, alles da, fangen wir mal an wieder mit Stratera. Venlafaxin. Beräumungszeug. Stratera ist für mich Beräumungszeug. Du bist ein Roboter, nicht anders. Bei mir gar nicht. Also bei mir ist es, ich knall das so weg. Also meine Erfahrung aus Retter sagt, ein Heroin-Junkie, einen goldenen Schuss, hat tausendmal mehr Reflexe als ich unter Stratera. Fängt da, nichts ist los. Ich bin das wirklich 6-7 Stunden völlig in eine andere Welt. Eiskalt, statt blau. Ja, also ein schwerer Durchblutungsstörung, ja. Das kommt aber auch von Methylphenidat zusätzlich. Selbstmordgedanken. Ja, die haben wir ja 50% unter Stratera, wird der Kindern gegeben. Ich habe Felsen gesessen und es auch schon geschafft. Matthias wollte mal schnell fragen, was machen Sie eigentlich? Wie gehen Sie seit 30 Jahren arbeiten? Wie haben Sie jetzt hier die Ausbildung eigentlich geschafft? Das frage ich mich eigentlich. Als Ihre Therapeutin. Cannabis hilft. Cannabis beendet Prozesse, reißende, erregende Prozesse. Zudem steht ich voll dahinter, hinter meinem Cannabis. Und hat jetzt voll Dinger geschrieben, klipp und klar, dass gerade für mich ein bedingtes, es geht nur. Alleine die Zubereitung meines Joints. Ich habe einen Führerschein drin. Ich darf allein nur mit dem mein Auto führen, wenn ich direkt vor Fahrt antritt oder während der Fahrt einrauche. Also bei mir steht drin. Also wenn die Polizei kommt und sagt, wann haben Sie das letzte Mal geraucht? Und ich sage, wie man es halt von früher kennt durch die ganze Strafverfolgung, letzte Woche. Strafverfahren am Hals. Weil es ein schwerer Eingriff in den Straßenverkehr. Für mich schon in Sachsen ist das so. Ja. Kunsthaft harte Repression. Bei mich hier drinnen, die man sich immer reinschieben, bei mir ist es ein Ritual. Allein die Zubereitung meines Joints ist ein Ritual. Repression zum sich kommen. Ja. Sachsen-Politik wird alles dagegen machen, weil ich alles lege. Alter, ich bin durch. Ich bin durch. Und da ist es. Problem, die Summe von 25.000 Euro, weil mit Videobiografie, da ist eine Produktionsfirma da, aber das soll später dann alles online gestellt, alles live gestreamt wird, ganz Equipment, Reisemobil und so weiter. Und ich selber fahre halt nur mit dem Fahrrad. Ne? Da ist natürlich eine kleine Crew dabei. Aber da waren halt die Bedenken, wie jetzt innerhalb von 7 Monaten 25 Mille zusammenkriegen. Weil du darfst nicht vergessen, ich wollte mit Kundgebung vom Justizministerium machen, 2 Fahrraddemos dazwischen von Berlin nach Potsdam und so. Das ist schwierig, wenn du nicht die finanziellen Mittel hast.
das zusammen, selbst in meiner Community, auch wenn die mich gut supporten, aber das ist einfach auch eine Menge, so dass das zurückgestellt ist. Und ich bin jetzt kein Mensch, der sich auf ein Fahrrad setzt und einfach losradelt und habe auf einmal keinen Akku mehr, kein Nix mehr, dann kann ich auch nicht streamen und nix, dann kann ich auch keine Propaganda machen. Das ist natürlich das Problem, dass ich das im Moment erstmal zurückgestellt habe. Und da im Moment, das ist nicht weg, aber halt nicht akut mehr. Dieses Jahr wollte ich mal gucken, was auch passiert, die nächsten Monate. Wenn vielleicht Zufälle sind, dann werde ich definitiv die Tour machen. Ne? Zufälle gibt es keine. Meinst du? Ja. Ich weiß es nicht. Es mag sein, dass es nicht so ist. Verabschieden. An meinem Geburtstag hat man das verabschiedet, fand ich ein wunderschönes Abschiedsgeschenk, das die medizinische Verwendung von Cannabis erleichtern soll. Seitdem hat sich an diesem Gesetz aber bisher nichts getan. Und mit nichts getan meine ich leider auch, dass sich die Fortbildung bei Gerichten, bei Polizisten nicht überall gleich entwickelt hat. Also aus Berlin habe ich da noch nicht viel Klagen gehört seitens der Polizei, mag es aber auch geben. Aber von den 7 Leuten, die mich angeschrieben haben in den letzten 24 Stunden, waren 4 allein aus Bayern. Ja genau, den holen wir uns immer aus Brandenburg, wenn wir mal ihn brauchen noch zum Aufbauen. Unser Aufbauhelfer. Du mit der Kippe bist der drogenpolitische Sprecher. Der Piratenpartei Deutschland, jawohl. Der bin ich. Erzähl mal, Legalisierung, womit hier, warum? Warum? Naja, wie man sieht, hat der Staat große Probleme mit der Freigabe und das basiert letztendlich alles auf Lügen und das ist ein riesiges Problem, wenn man also Gesetze konstruiert, die letztendlich überhaupt keine Grundlage, keine Basis haben. Also der Hintergrund ist ja, dass man die Gesellschaft davor schützen will und Tatsache ist, dass die Repression mehr Schaden verursacht als die Substanzen selber. Das ist das große Problem. Aus dem Grunde müssen wir halt aktiv sein und das ist die Piratenpartei drogenpolitisch mit Sicherheit eine der modernsten. Okay. Würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, und wenn das Piratenschiff untergeht, muss der Kapitän nur für genügend Rettungsboote sorgen? Das Schiff geht nicht unter. Nein, genau, richtig, ganz genau. Wir brauchen keine Rettungsboote. Das Mindset muss sein. Also, danke. Für die Freiheit steht, liebe Menschen, die die Rechte der Cannabiskonsumenten, der Patienten durchsetzen wollen. Danke, dass ihr hier seid. Noch 2 Sätze, bevor ich den Zug in die Bewegung setze. Wir werden sicherlich nicht noch Jahre laufen, aber wir werden ein Ziel haben. Und dieses Ziel ist, selbst nachdem legalisiert wird, die Menschen zu rehabilitieren, die in dem vergangenen halben Jahrhundert in die Knäste gegangen sind, die Vorstrafen haben, die von Richtern abgeurteilt worden sind, weil sie ein paar Gramm Cannabis bei sich hatten. Wir werden irgendwann im Bundestag Leute hören, die sich bei all denjenigen, die sie kriminalisiert haben, mit falscher Argumentation, mit mehreren, mit gegen besseres Wissen, weil man einen sogenannten Law and Order-Stil durchziehen wollen. Sie werden sich, wie sie es gemacht haben, bei den Homosexuellen, bei den Lesben und anderen verfolgten Minderheiten dorthin stellen und das werde ich noch erleben und sagen, entschuldigen Sie, liebe Kiffergemeinde, dass wir Sie über Jahrzehnte verfolgt haben. Sie werden gar nicht anders können. Amerika wird bald so weit sein. Dann folgen europäische Staaten und auch Polizeibeamte, Richter, Staatsanwälte werden sich dieser Bewegung anschließen. Wir werden weiter kämpfen. Ich auf meine Art und bald wird das Bundesverfassungsgericht angerufen werden. Und ich glaube, diesmal
Ich werde nicht alleine sein. Richter werden sich anschließen. Und dann wird das Bundesverfassungsgericht prüfen, ob die tagtägliche Verfolgung junger Menschen noch irgendwas mit dem Ziel der Prohibition zu tun hat. Noch eins. Die Polizeibeamten, die unterwegs sind, kontrollieren wieder. Bitte, Sie müssen es nach diesem Scheißgesetz, was in die Mülltonne geknallt werden müssen. Auch viele Polizeibeamte wollen es nicht mehr. Nehmt es so, provoziert sie nicht und lasst euch nicht erwischen. Ich habe jetzt genug geredet. Mir tut alles schon weh im Mund. Und Musik sind, wir sind nicht für Musik hier. Wir sind dafür da, dass wir irgendwann bei Musik ganz normal kiffen dürfen. Okay? Und jetzt arbeiten wir daran. Der grüne Block nach vorne, die Demo marschiert. Auch wenn wir nicht so groß sind. Ich hoffe immer, dass wir irgendwann ein Cannabis Day haben, wo Hunderttausende laufen. Wir laufen vor und in einigen Jahren werden auch die mitlaufen, die heute immer noch Angst haben davor, dass sie als Cannabiskonsument geoutet werden. Aber wir haben keine Angst. Wir laufen für die Freiheit, Gerechtigkeit und für den verfassungswidrigen Zustand, um ihn zu beenden. Lauft, schreit eure Wut aus, marschiert und sagt dem Volk, wir sind normale Menschen, die erziehen, Steuern bezahlen, die in diesem Leben geachtet werden wollen. Laufen, ich rede nicht mehr. Schluss jetzt! Lauf los! Die weiß verdammt genau, wo sie hin will. Die weiß noch viel mehr, wo sie hin will, wie Cannabis-Patienten. Konsum ist Macht. Und ich nutze sie auch mit meinen Möglichkeiten. Aber das, was die hier machen, das ist eine Revolution. Das meine ich so, wie es ist.
Formation bildet sich gerade. Schaut sie euch an. Thank you.
Gefühl, wir sind ganz normale Menschen. Wir sind Väter, wir sind Mütter, wir sind Söhne und Töchter, wir sind Freunde, wir sind Arbeitskollegen. Wir sind ganz normale Menschen, aber eben nur Menschen. Es ist kein Wunder, dass es unter uns Arschlöcher gibt. Es ist kein Wunder, dass hier auch ein paar Reichsbürger rumhängen und ein paar Aluhutträger. Kiffen macht einfach keine besseren Menschen. Aber Kiffen macht auch keine schlechteren Menschen. Es ist noch niemand ein schlechter Mensch geworden, nur weil er zu einem Joint statt zu einem Bier gegriffen hat. Viele Grüße ans Hanfmuseum.com. Also hier von der Hanfparade in Berlin. Heute war es großartig, obwohl natürlich immer noch viel zu wenig Menschen laufen, aber es war schon ganz schön toll und auch voll. Insgesamt eine tolle Party. Ja, und wir hoffen, dass irgendwann die Cannabis-Patienten nicht mehr abhängig sind von Ärzten, nicht mehr abhängig sind von Apothekern, nicht mehr abhängig sind von irgendwelchen medizinischen Gutachten und von Krankenkassen, sondern dass sie in der Lage versetzt werden, sich zu Hause ein paar Pflanzen hinzustellen, sie wachsen zu lassen und dann ihre Medizin, wie sie es brauchen, selber herstellen. Und das ist was, was wir wollen und das sollten wir irgendwann auch bekommen. Also kämpft dafür, ihr Patienten, und denkt nicht, dass es jetzt für euch okay ist. Es ist noch lange nicht okay. Der Kampf geht täglich für die Legalisierung von Cannabis weiter. Tschüss!